Bei bestem Wetter, aber keineswegs zu hohen Ozonwerten, verwandelte sich die Hafengasse in Tübingen heute in eine Austausch- und Informationsplattform für den Klimaschutz. Mit dabei unter anderem die Stadtwerke Tübingen, das Umweltzentrum Tübingen, der Verkehrsverbund Naldo oder auch die Agentur für Klimaschutz. Wir von der Agentur für Klimaschutz bieten für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Tübingen kostenlose Energieberatungen an zum Thema Heizungstausch, Wärmedämmung, Informationen über Förderprogramme, wie man zum Beispiel in die Dämmung oder Heizungssanierung einsteigt. Das sind so die wichtigsten Themen. Und aktuell steht natürlich auch auf der Tagesordnung, dass sich viele Bürger wegen den neuen Energieausweisen an uns wenden. Neben Informationen gab es natürlich auch Praktisches für den täglichen Gebrauch im Eigenheim. Photovoltaik gehört zu den wichtigsten Säulen erneuerbarer Energieversorgung. Ihr Anteil in Deutschland ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dennoch sind die Stromspeicher immer noch sehr teuer. Wenn man jetzt fragt, was kann ich alles mit dem machen? Ich lasse meine Verbraucher tagsüber laufen, wenn einfach Strom vom Dach kommt. Wird mehr Strom geliefert, geht es in den Speicher. Ist der Speicher auch voll, geht es ins Netz. Ich kriege dort noch Vergütung von 12 bis 13 Cent. Ist nicht mehr viel, aber ich habe was davon. Wenn ich jetzt abends dann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, vom Dach nichts mehr kommt und Strom braucht, nehme ich das hier raus. Und mit diesem Speicher kann ich so circa 80% meiner Stromkosten im Jahr selber produzieren. Mehr als 10.000 Euro kostet so ein Speicher zurzeit noch. Trotzdem könnte sich eine Investition in Zukunft rentieren. Man muss aber dabei bedenken, dass vor 10 Jahren der Strompreis bei 9 bis 10 Cent war. Kilowatt und derzeit ja 25 bis 28 Cent. Und von dem her muss ich auch jetzt wieder hochrechnen, dass ich sage, in 10 Jahren wird der Strompreis dann entsprechend höher sein und umso schneller ist der Speicher bezahlt. Energiesparen und damit seinen Beitrag für den Klimaschutz leisten, fängt in den eigenen vier Wänden an. Einen gesunden Lebensstil im Eigenheim zu fördern, hat sich das Beratungszentrum Bauen, Wohnen, Leben auf die Fahnen geschrieben. Mit einem überraschenden Ansatzpunkt. Wir bieten ein ganz einfaches Messgerät an, wo ein Funkwecker ist, wo also damit schon mal kein Elektrosmog erzeugt, wie wenn man jetzt einen Radiowecker in der Steckdose nebendran standen hätte, der dann aber die Raumluftfeuchte, die Temperatur misst und den CO2-Gehalt, sodass man ein Gespür kriegt, wie ist denn meine Luftqualität. Weil das ist natürlich das A und das O für einen guten Schlaf, dass die Luftqualität stimmt. Bessere Luftqualität in der Stadt hängt zum Großteil mit dem CO2-Ausstoß zusammen. Und da Fahrradfahren in dieser Hinsicht die klimafreundliche Alternative zum Auto ist, gibt es hier auch einen kostenlosen Radcheck, um seinen Drahtesel wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Obwohl viele Leute eher zufällig auf den Klimatag gestoßen sind, scheint er dennoch gut anzukommen. Ja, das ist schön, da kann man mal kurz checken lassen, ob es Probleme gibt. Und jetzt habe ich mir einen Schraubenzieher ausgeliehen und mache selber noch kurz was. Ich finde es sehr gut, nur man konzentriert sich ein bisschen auf den Regionalmarkt. Also das ist der Grund, warum ich gekommen bin und nicht so auf dem Klimatag. Aber grundsätzlich natürlich finde ich das gut, dass man ein bisschen die Leute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit die Klima schenkt. Wenn man das so sagen kann, das weiß ich nicht. Ich habe mir noch keinen richtigen Überblick verschafft, muss ich sagen. Aber diese Aktionen sind natürlich aller Ehren wert. Und es ist wichtig, dass man das ins Bewusstsein bringt, was man eben tun kann als einzelner Bürger auch, um Energie einzusparen und sich möglichst so zu verhalten, dass unsere Welt noch lange existieren kann. Man sieht, Blaumachen muss nicht immer negativ behaftet sein. Tübingen hat es heute schon zum 7. Mal für das Klima getan. Immerhin, der CO2-Ausstoß in der Stadt konnte zwischen 2006 und 2012 bereits um fast 20% gesenkt werden.